Moin! Zweite Folge Minecraft 2.0, wenn man ja, das so sagen kann. Ist schon ein bisschen länger. Ich habe jetzt die ersten drei und ja, es müsste jetzt schon Folge 4 sein. Also zweite Aufnahme. Zweite Aufnahme nach der Pinkelpause. So. Jo, geil. Ah, da drüben. Yeah! Glaub's mal, ich wollte nämlich dunklen Boden für meinen. Nee, das macht man eigentlich nicht, ne? Dunklen Boden? Oder macht man hellen Boden eigentlich? Aber das muss er so auffegen. Hä? Ich will ja meinen. Nee, ich brauche dunkles Holz. Da muss ich da nach drüben gehen, was weil da gibt's dunkles jetzt fegen? Holz. Nee, ich rede davon. Mache ich helles Laminat oder dunkles? Mache ich so Schiffsboden oder. Ich mache was Dunkles, weil dann. Es sind diese Entscheidungen. Ja, First World Problems, ne? Kennst du ja? Ja. Ich kümmere mich um die Chickens hier. Ja, dann also ich gebe dir auch einen Raum bei mir in meiner Butze, so weißt du wie Alan und Charlie. Du bist dann mein. Ich muss hier nur noch ein Chicken. Ich meine, was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Na gut. Die kann ich jetzt immer noch kreuzen, aber. Da ist ein nichts Chicken. Geklaut. Es fehlt ein Chicken. Ja, weiß ich wohl. Du hattest wahrscheinlich wieder Hungerwut und bist dann durchgerissen mit deiner Axt und hast sie dann weggeflatscht. Und erstmal schön gebraten, mit Käse überbacken. Und dann ging's los. Ja, Alter, erzähl jetzt hier noch was von Essen, ey. Ich hab sowieso schon Hunger. Ich auch. Ich hab hier Salzbrezel und Nicknacks und ich fress zu viel wieder. Salzbrezel, da nimmt man ja auch so viel von zu. Ja, diese kleinen Dinger da. Gerade er, ne? Er erzählt dir was zum Zunehmen. Ja, das ist mittlerweile schlimm. Glaub erzählt nicht. Hier gerade, tut gerade so, als ob er hier so ein hier Yokozuna wäre, weißt du? Ne, das ist doch ein wenig übertrieben. Da gebe ich dir doch zu. Das ist. Ne. Also, so ist es nicht. Also, so ist es dann doch wieder. Wichtig ist, dass man zufrieden ist. Ja, oder eben nicht. Zufriedenheit ist eigentlich total gefährlich. Ja, weil dann ist ja die Weiterentwicklung nicht mehr. Schwierig. Dann machst du es nicht mehr. Dann stagnierst du. Dann ist alles vorbei. Aber Unzufriedenheit ist auch nicht so toll. Also bis zu einem gewissen Level. Weil wenn du unzufrieden bist, dann sagst du dir auch, wofür mache ich das? Ja, das stimmt. Jetzt wären wir philosophisch, oder? Oh ja, jetzt geht's dir. Ich sag doch, das ist Desperados. Das bounce dich so noch. Deswegen. Ich kenne ja eine kleine Geschichte. Also der Priest hat gesagt, dass er vor jeder wichtigeren Klausur, wo er so ein bisschen argumentieren muss, erstmal so zwei Desperados reinhaut. Ja. Dann soll er das gemacht hat, verkaufen die da bei ihm an der FH auch Limetten. Genau. Das ist. Ja, das ist fruchtig. Im Ernst, also vor allem Desperados, da ist ja angeblich Tequila drin. Ich hasse ja Tequila, ich mag das überhaupt nicht. Das finde ich so eklig. Nicht? Nee, ich mag das überhaupt. Das schmeckt nur wie Medizin. Also so wie Alkohol, also so richtig Chemie. Mhm. Ich mag das nicht. Das ist nicht schön. Nicht gut. Nicht. Na. Aber gut. Ich muss es ja nicht trinken. Nee, bei mir ist heute wieder immer noch grüner Tee. Ich habe zwar noch ein Bier im Kühlschrank, aber das gebe ich mir heute nicht. Was für ein Bier denn? Ja, Krombacher Hell. Okay. Das war so schön, als wir da diese komische Aktion hatten, wo man Geld gewinnen konnte. Was man natürlich nicht hat. Aber. Also, du gibst Geld aus, um Geld zu gewinnen. Ich dachte, so läuft das. Ja, eigentlich läuft es ja überall so, ne? Ja. Lotto. Stell mal vor, die würden das gratis machen. So von wegen, ja, komm vorbei, ihr kriegst Geld, musst nichts machen. Und da würde unser komplettes System draufgehen. Dann wären wir alle nur noch gute Samariter. Hätte Jesus ja im Endeffekt recht gehabt, das können wir noch nicht machen. Das geht doch nicht. Nee, das entbehrt jeglicher Logik, das machen wir nicht. Nee, da gebe ich dir auch recht. Wenn Jesus da mit seinen Rädern rumgedrived ist. Jesus. Take the wheel. Ich finde diese Fläche, die wir haben, die ist super, um Sachen drauf zu bauen. Aber ich wollte mich eigentlich auch mal schon so ein bisschen in so einen Berg reinbauen und dann meine Eremitenhütte da machen. Oh ja, das habe ich auch noch mal vor, irgendwann mal. Ich meine, wir fangen ja erst an. Mhm. Das ist ja mal gerade die. Na, wie viel die Minute ist das jetzt hier? Die. Noch nicht mal eine Stunde. Ich wollte es gerade sagen, ne? Nicht mal mehr eine Stunde. Ja. Also, wir haben noch viel vor. Aber es wird echt mal Zeit, dass ich hier meine Butze erstmal baue. Ja, wie gesagt, du kannst ja hier gleich erstmal ein Zimmer bei mir kriegen. Den Keller vielmehr, so wie bei Duck. Ach so, und Carrie. Ja, genau. Und dann schmeißt du ja jeden Tag einen Eimer Scheiße rein und so weiter. Naja. Genau. Hier, friss! Ich will, dass du mich mit so einem Eimer Fischköpfe. Genau. Ja, auf dem Dachboden. Ja, wie Hugo. Ja, genau. Ah.
Schön. Kam ja auch erst vor kurzem wieder, die Folge. Nein. Ich habe mir neulich mal wieder die Folge hier Babysitterin und das Biest angeguckt. Wie der süße, süße Kühe ist. Oh ja, oh ja. Wo Homer ins Fernsehen geht und ihn da so verarschen. Wunderschön. Das ist richtig toll. So, jetzt ist vorbei. Jetzt mache ich mir ein eigenes Haus hier. Ja. Ja, sieh zu. Das wird nämlich bald wieder Nacht. Nackt. Haben wir irgendwo mal Schafe hier? Ja, da hinten bei den Bäumen, wo wir zuerst abgegrast haben. Da waren, glaube ich, zwei. Ja, dann würde ich mal so zusehen, dass ich mir irgendwie eine Schere hole. Und dann geht's hier mal. Hier, guck mal, das ist so ein bisschen Eisen. Das reicht doch. Dann können wir mal ja, ich glaube auch. Oh. Bist du abgeseilt? Oh mein Gott, das ist nicht viel gewesen. Sag mal, ich glaube, dass unser Minecraft-Charakter so ein bisschen verwandt ist mit hier Jason aus Far Cry. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hast du es geguckt bei mir? Ja. Er stolpert über eine Teppichkante und verliert erstmal 3 Energiebalken. Ich meine, hallo. Aber. Was fällt ihm ein, ne? Dann holt er sich mit einem Messer eine Kugel aus dem Arm und dann kann er wieder weitermachen. Genau. Also. Das ist auch ein Typ. Ja. Gleichzeitig Badass und gleichzeitig so reiche Pussy. Ja. Mit seiner Kaiba-Stimme da. Wo ist denn hier mal ein anderer Ausweg? Nur tot. Das ist der einzige Ausweg. Ich glaub's auch. Das will ich aber nicht. Leute, falls ihr mich fragt, was das für ein Texture-Pack ist, ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das angezeigt. Pass auf, ich könnt's ja mal machen hier. Hast du ein anderes? Ressourcenpakete. Ich hab ganz oben Sfax. Und ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich Sfax ist. Ja, müsste ja eigentlich, oder? Weil hat alles das, was... Oder das... Also die Gegenstände, die ich benutze, die sind wirklich Sfax, aber ich habe das Gefühl, dass diese... Ja, das alles, was auf dem Boden ist, jegliche Blöcke, dass das nicht Sfax ist. Ich habe keine Ahnung, was ich mir hier zusammengemischt habe oder ob ich gerade nur auf Drogen bin und es deswegen nicht... Keine Wahrscheinlich. Ahnung. Ja. Aber ihr dann ja auch. Das ist voll gefährlich. Das heißt, du ziehst andere mit rein. Du bist Dealer. Ja. Ich bin einfach Dealer, ja. Kann man nicht anders sagen. Leute, sofort Polizei rufen. Matt Baron wohnt auf dem Pentagon. Direkt einsperren, geht nicht anders. Was brauchst du denn für Holz? Ich habe nämlich noch Fichtenholz und... Ich mache jetzt erstmal... Was ist hier denn wieder los? Erstmal Hühnchen brennen. Ach so, mir fehlt ein Hühnchen und hier ist eins im Ofen. Hm, Zufall? Ach ja, Priest, weißt du, was ich neulich hatte? Was denn? Ich hatte einen 4-Kammern-Nicknack. Oh. Da waren 4 Erdnüsse. In einer Ummantelung. Ja. Na, das war wirklich mal... so ein Kreuz. Hätte ich direkt auf Twitter teilen müssen. Ging nicht anders. Musstest du dir aber gleich in den Rachen schieben, oder wie? Ja, natürlich. Das duldet keinen Aufschub. Ich kann's auch nachvollziehen. Ja, soll ich das einrahmen und behalten, oder? Zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die sammeln Kartoffelchips, ne? Ja, dieser, gibt doch mal, wo war das denn auch in irgendeiner Serie, die so aussehen wie Figuren. Was war das hier auch bei den Simpsons, ne? Ja, genau. Aber es gibt tatsächlich Leute, die das machen. Warum? Was ist denn an Kartoffelchips jetzt so besonders, dass man einen aufheben muss? Ja, wenn das aussieht wie Eisenhower, dann warum nicht? Also wenn das die perfekte Bräunung ist, oder wie? Was ist da? Ja. Na, wie oft passiert sowas bitte? Ja. Ich meine, wie viel Kartoffelchips musst du dafür wegfräsen, damit du da endlich mal einen findest, der so ein bisschen aussieht wie Angie. Und dann ist es auch noch 80% Einbildung, würde ich sagen. Ich denke auch. Ja, es wird wieder Nacht. Ja, aber ich habe eigentlich schon quasi, also hier könnte man sich schon halb verstecken, wenn ich das jetzt hier noch fertig zimmer. Ja, verstecken ist scheiße, ich will irgendwo schlafen. Hm. Ja, da kann ich noch nicht mit dienen. Noch ich nicht. Noch, es kommt noch. Ja. Hm. Okay. Aber das sieht richtig toll aus mit dem Berg da im Hintergrund, wo vor allem das Wasser da so rausläuft. Ich bin auch total begeistert von dieser Karte. Was? Noch. Ich weiß ja immer noch nicht, wie du das damals, oder was das für ein Biom war, wo das da so herbstmäßig aussah. Das sah richtig toll aus. Ja, das gibt's glaube ich auch gar nicht mehr, das Biom. Mhm. Das wird dann irgendwann weggepatcht. Ja, ich verstehe es auch gar nicht, warum diese... Naja, gut, das ist vielleicht subjektiv, aber das sah so toll aus. Warum muss das weg? Ich verstehe es nicht. Was? Jetzt siehst du wieder aus, ey. Mankind bin ich jetzt. Mankind, ich wollte es gerade sagen, wie so ein... Okay, in die Richtung waren die Schafe, oder was?
Ja, da, also zumindest ganz zu Anfang, wo wir angefangen haben, weil Die hole ich ich mir nämlich jetzt. auch darüber nachgedacht habe, einen zu killen. Aber dann dachte ich, die droppen ja nichts an Food. Okay, hier ist noch ein Schaf. Ja, ich habe auch schon ein Schaf umgebracht, weil ich gedacht hätte, dass in der 1.75er-Version da schon Schafsbraten implementiert worden wäre, aber ist nicht. Ich meine, das Echt? gibt's in einer neueren Version, aber wir spielen noch mit 1.75, weil es kein Bucket für 1.80 gibt und wahrscheinlich auch niemals geben wird. Also wahrscheinlich. Die haben gesagt, dass da ein paar Leute dran arbeiten, aber sehen wir mal mit den Tatsachen ins Auge, wenn die von Microsoft übernommen wurden, dann werden die sowas wie usergenerierte Sachen überhaupt sperren, per se. Ja, ist ganz schön traurig, ne? Wie so Unternehmen das alles so in die Ja, wenn das Geld Niedergang klingelt, ich reißt. meine, was haben die jetzt, 3 Milliarden Euro oder was haben die dafür abgeglatzt? Weiß nicht, aber bestes Beispiel ist ja auch, was war das denn? Oh, ich komme gerade nicht drauf. War das NoSQL, also irgendeine freie SQL-Server-Geschichte? Das wurde auch von, frag mich, von wem aufgekauft. Und auf einmal läuft das gar nicht mehr, weil das irgendwie jetzt nicht mehr frei ist. Und alle User, die das bisher benutzt haben, was das Ganze so berühmt gemacht hat, nutzen jetzt was anderes. Das ist doch immer so. Ja, das ist also Das ganz ist ja schön auch nicht so, traurig. dass wenn Microsoft das das erste Mal machen würde. Nee, eben. Aber ich fände es schon schade, wenn die Minecraft nur gekauft hätten, um es kaputt zu wirtschaften. Weil, überlegen wir mal, warum kauft jemand ein Spiel, das schon ganz viele Leute haben und das nur gratis erweitert wird? Ich weiß es nicht. Und das heißt, Notch ist jetzt gar nicht mehr damit drin, oder Nee, wie? der hat gekündigt, der macht jetzt was anderes. Der macht jetzt nur noch so Solo-Projekte, worauf er Bock hat. Ich meine, der hat 1 Milliarde Euro in der Tasche, Ja, was der will er soll noch? mir mal 1 Million abgeben, ey, der hat genug. Ich glaube, ich würde das ist ohne Witz, also, ich würde das, glaube ich, machen, wenn ich 1 Milliarde hätte. Ja, da würde ich einfach. Cash. Ja, 100 Millionen würde ich da einfach mal wegbraten, an wen auch immer. Ja, ich würde wirklich Leuten irgendwie so random einfach mal eine Freude machen. So, keine Ahnung, Ein gut, Tausi okay, oder sagen. was? Keine Ahnung. Ja. Zum Beispiel, oder dann, weißt du, ich habe ja kein Problem damit zu spenden, aber ich lebe jetzt ja nicht an der Armutsgrenze, aber weißt du, wenn ich schon Geld hätte, weißt du, bis zum Abwinken, wie man ja so schön sagt. Ja. Ne, dann muss ich gleich wieder an Schröder denken, Ja, yeah. warte mal, was hast du noch über die Geistens gesagt mit Geld? Achso, ja genau. Geld ausgeben wie doof oder was war das? Ja genau, ja, wie blöd oder keine Ja. Ahnung oder ach, wie war das denn? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich siehste, das war vor ein paar Minuten, ich hab's schon wieder vergessen. Ja. Desperados wirkt. Du wirst Philosoph. Die müssen sich auch nicht an alles erinnern. Ja, vor allem ohne Studium, überleg mal, also ohne Philosophiestudium. Ich meine, der meistens ist es ja so, dass sich das Studium ja kaputt haut in dem Ja. Bereich. Du kannst gut philosophieren vorher, wenn du auch mal ein Philosophiestudium gemacht hast. Man merkt so, dass das alles Quatsch war, was du da erzählt hast. Ja. Ja. Dann gibt es dann irgendwelche Erkenntnistheorien und du hast dann natürlich keine Ahnung von vorher. Und die Leute, die dann am meisten den Mund aufmachen in solchen Sachen, sind auch die, wo alle Leute gleich sagen: Oh Gott, wink mal lieber ab hier. Auf jeden Da Fall. leuchtet gar nichts. Wo finden wir denn mal Sand? Ich wollte mir mal ein bisschen Sand Ich habe bisher noch nichts Sandiges gefunden hier. besorgen. Sand. Sand. Sarnt. Senf. Ich suche mal Sand. Schafe. Ich habe nur. Wie viel Wolle habe ich jetzt? Einmal weiße Wolle. Das reicht Es uns gibt nicht. noch einmal, es gibt braune Wolle in der Kiste, habe ich vorhin gesehen. Ja, Einmal. okay, dann haben wir zwei, aber das reicht bei Ne. weitem nicht für zwei Betten. Hau ab, du scheiß Wie viel Spinne. braucht man denn da nochmal für ein Bett? Ich dachte, das waren immer zwei. Ja, aber. Ich Ist weiß es das. nicht mehr. Ich bin da schon Wenn einer wieder. von uns pennt, reicht das ja nicht. Nee, Es nee, sei denn, schon der andere klar, geht aber. gleichzeitig offline, aber das ist doch bescheißen, das machen wir ja nicht. Hier ist noch ein Schaf. Ich Das gehe ist jetzt noch mal auf eins. unseren Noch Berg, ein. damit Ist ich hier neun. mal gucke. Kann ich rohes Schweinefleisch eigentlich essen, ohne vergiftet zu werden? Ich glaube nicht. Ich. Doch, ich hab's gerade gemacht und ich fühle mich noch gut. Aber es gibt nur weniger, ne? So war das nicht Ja, so? irgendwie so. Ich Ich glaube, glaube, wenn du Pech Hühnerfleisch hast. vergiftet einen, aber Schweinefleisch ist easy. So Oh, wie im echten Kollege, das Leben, ne? ist. Ja. Das ist eine richtig gute Map. Hier drüben ist gleich ein. Ist Kollege. gleich eine Schneemap. Kollege! Hör mal. Oh Gott, hier sind ganz viele Schafe. Kann Oh, ich hier die sind ganz eigentlich viele Schweine. nachklonen? Die werde ich erstmal hier. Ja, komm, dann sehe ich die immer runter. Piss dich, du scheiß Creeper. Ja, geben die alle nur noch eine Wolle? Was soll denn der Unsinn hier?